Menschen versammelten sich erneut vor der Firmenzentrale von Protec, um gegen den Einsatz von Drohnen zur persönlichen Sicherheit zu demonstrieren. Dies sei ein gefährliches und nicht kontrollierbares System, sagten Vertreter verschiedener politischer Gruppierungen und forderten den sofortigen Stopp. So kam es neben Plünderungen auch zu Ausschreitungen mit der Polizei. Seit der Auflösung der Europäischen Union kommt es in allen Staaten immer wieder zu Zusammenbrüchen. Dies sei nicht akzeptabel, hieß es aus Kreisen der Regierung. Mittlerweile sei auch eine militärische Lösung denkbar. Ein Computervirus von bisher nicht gekannter Aggressivität bereitet Experten momentan Kopfzerbrechen. Laut Schätzungen sind alle elektronischen Geräte von diesem Virus befallen. Doch ist völlig unklar, was der bisher inaktive Virus. Lass dich mal anschauen. Wo hast du dich denn schon wieder rumgetrieben? The person you have called is temporarily not available. Du mich auch, Leos, du mich auch. Man muss gut vorbereitet sein fürs Nichtstun. Ja, das muss man auch ein bisschen warten. Hä? Schau dir mal den Feed an und sag mir, ob das nur bei mir so extrem ist. Wow, was geht denn da unten ab? Bei dir auch? Ja. Oh, fuck. Irgendwie unheimlich. Das ist irgendwie nervig. Unsere letzten beiden Tage und auf einmal drehen die völlig am Rad, oder was? Ja, warte mal ab, das wird schon wieder. Ja, hoffentlich, sonst schicke ich dir das alles rüber. Ja, ja. Los geht's. Schaff mal was. Bis später. Los geht's. Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag schlimmer hier unten. Na dann, bleib ich doch noch ein bisschen. Ich kann dir ja ein, zwei Drohnen runterschicken, wenn du willst. Das ist so nett von dir, du kleiner Angeber. Aber zwei Tage schaffe ich auch ohne deine Blechfreunde. Ich bin so froh, wenn das hier nicht vorbei ist. Verdammt, was ist denn da unten los heute? Du, die Welt geht nur unter, weißt du? Stückchen hier, Stückchen da. Also ich will keine Panik verbreiten, aber ich glaube, du könntest recht haben. Sehr witzig, aber... Nein. Hier sieht alles noch normal aus. Nee, wirklich. Irgendwas passiert da unten gerade. Wenn du deinen schlechten Humor lässt, du bitte da oben, okay?
Hier geht gerade eine Drohne nach der anderen aus. Und der komplette Feed ist rot. Linus, was soll das jetzt halten? Ich habe auch bald keine Drohnen mehr. Linus, verdammt, jetzt red doch mit mir. Was bedeutet das denn? Sorry, hör mir zu. Die Leute rennen alle auf die Straße. Sorry. Sorry, hör mir zu. Sorry, du musst jetzt... Zoe! Komm schon. Zoe! Was soll der Scheiß? Ja, von wegen. Shit. Komm schon. Ich rede mit der Drohne. Das ist verrückt. Ich bin verrückt. Du übertreibst. Ich übertreibe? Ich rede mit einer Drohne, Mann. Und ich bin ein Mensch. Ich fass es nicht. Das ist ein Albtraum. Da muss irgendwo ein Defekt sein. Da ist ein Fehler. Und wenn doch alles funktioniert. Ah, jetzt bist du auch noch Techniker oder was? Hä? Wie kann denn auf einmal alles nicht mehr da sein? Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt sagst du gar nichts mehr, ne? Nee. Ich wette mit dir, da dockt jeden Moment ein Shuttle an und die holen mich hier raus. Zoe hat's gehasst, dass ich hier für so lange unterschrieben habe, weißt du? Aber ich wollte ja unbedingt nochmal raus. Frei sein. Bevor wir den nächsten Schritt machen. Na, das hat ja gut funktioniert. Wenn du wüsstest, was die mir hier bezahlen. Der hätte sogar Zoe fast unterschrieben. Und was willst du dir kaufen? Jetzt, wo nichts mehr da ist, was man kaufen kann? Es kann nicht sein, dass nichts mehr da ist. Das ist nicht möglich. Wieso nicht? Alles ist möglich. Schließlich führst du ein Gespräch mit einem Haufen Metall. Das ist was anderes. Nein. Die kommen. Und alles wird so, wie es vorher war. Diese Option besteht natürlich nach wie vor. Aber ich glaube nicht. Bist du jetzt einfach mal ruhig? Du kapierst es nicht, oder? Es wird niemand kommen. Was ist?
Hörst du? Sie sind da. Hör ich was? Psst. Hab ich sie nicht gesagt? Du fantasierst, Linus. Ja, rede nur. Bald bin ich hier draußen und du... Scheiße. Das ist Tom. War. Was? War Tom. Aber... Wir müssen mir helfen. Linus. Wir müssen ihn wieder einholen. Vielleicht ist er noch gar nicht so lange da draußen. Tom ist tot. Aber wieso? Die kommen doch. Ich meine, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Die letzten zwei. Das war's dann wohl. Glaubst du, es geht schnell? Jetzt soll auf einmal alles schnell gehen. Wenigstens gehe ich mit der Gewissheit, dass du hier langsam vor dich hinrostest. Der Gedanke gefällt mir. Hättest du mich nur auch auf die Erde geschossen, dann müsste ich mir jetzt nicht dieses Gejammer anhören. Ja, klar. Wenn du glaubst, dass ich dir diesen letzten Gefallen tue und dich zurück auf die Erde schieße, dann... Dann was? Dann hast du dich geschnitten. Sag mal, wie lange brauchst du nochmal bis zur Erde zurück? Etwa 30 Sekunden. Doch so schnell. Und du bremst dann automatisch ab, bevor du aufprallst, stimmt's? Natürlich. Sonst wäre das komplette System schwachsinnig. Ja, und für den Rückflug hast du logischerweise auch noch genügend Energie. Korrekt. Das weißt du doch alles. Ja, stimmt. Vollgeladen bist du auch, wie ich sehe. Ebenfalls korrekt, Linus. Sagst du mir jetzt bitte, was diese verdammte Frage heißt? Wünsch mir Glück, Kumpel. Ein weiteres Indiz für die enorme Wichtigkeit dieses Projektes. Es wird noch lange dauern, bis wieder Normalität. Alles Wissenswerte über den Jahrhundert-Blackout in einer Sondersendung. Musik.